Servus und willkommen zu einer neuen Runde der Land of Pain. Wir haben einen Schlüssel, wir stecken aber immer noch in der Mine fest und zwar kommen wir hier ewig nicht rüber. Wir müssen einfach hier rüberspringen. Yes! Wir haben es geschafft. Jawohl. Tschüss. Ja, wir müssen natürlich jetzt mit dem Schlüssel wieder zurück. Das heißt, da wo dieses Monster, dieses komische schwarze Monster uns jagt, auf uns lauert. Ich hoffe, hier passiert nicht auch noch irgendwas. Ich habe Angst. Ich habe sowas von Schiss gerade. Nicht gerade, ich habe schon die ganze Zeit irgendwie Schiss. Ja, wir müssen zurück zum Häuschen. Und zwar brauchen wir einen Behälter oder ein Behältnis, um Treibstoff abzufüllen. Denn das brauchen wir nämlich, um das Boot später dann in Gang zu bringen, ne? Weil ohne... Was? Nee, okay, gut. Dann bin ich ja total falsch. Dann müssen wir wahrscheinlich mit dem Schlüssel jetzt ganz anders durch, oder wie? Warte mal, war denn hier unten irgendwas? Nee. Untersucht haben wir ja schon. Hier hinten war nichts. Wo muss denn jetzt dieser Schlüssel hin? Ich hätte ja jetzt wirklich gedacht, wir müssen zum Haus zurück. Denn die Bude war ja verschlossen. Warte mal, es bleibt ja eigentlich nur noch ein Weg. Und zwar dieser hier, warte. Da kamen wir doch aber auch nicht rüber, ne? Oder? Doch, da war verschlossen. Okay. Simsalabim, Türchen öffnen. Muss ich jetzt Angst haben? Oh, okay. Ja, gut. Eine Säge. Warum denn auch nicht? Nur eins. Und nimm doch gleich den Hammer mit und hier die Laterne und das Brett und die Schaufel und den Werkzeugkasten. Warum musst du das nicht? Versteck dich doch. Okay. Gut, ich glaube, ja, wir haben die Säge. Wir müssen uns jetzt den einen Weg da frei... sägen. Ich werde bitte. Nein! Alter! Dieses doofe Vieh, ich hasse es. Ich will nicht mit dir spielen. Du darfst gehen. Hau ab. Hau ab. Nein, du bist böse. Du bist böse. Böse, böse, böse. Renn doch mal schneller. Schneller. Oh, der kriecht hier, als wäre... Nein, wir sitzen so das Brunne. Hallo. Hallo. ja, jetzt wusste ich leider auf der Schnelle nicht, wo wir denn hin müssen. Shit, wo waren das? Ich glaube, das war unten lang, ne? Nicht oben, sondern unten. Nein! Okay, ich glaube, das dauert jetzt etwas länger. Oh, und ich habe mich schon so gefreut, die Hütte da zu untersuchen, aber nee. Was ist denn? Kick! Hast du das gesehen? Was für eine fiese Socke ist das denn? Das gibt's doch nicht. Okay, das hatte er ja im letzten Brief auch erwähnt. Er verschwindet einfach. So wie er gerade lustig ist. Aber nicht mit mir, Freund. Nicht mit mir. So, ich glaube, ja, wir müssen jetzt hier lang. Den Sprung darüber, den packe ich doch never. Never. Stempel doch wieder jämmerlich. What? Gib mir das mal, wie geil. Und er speichert ab. Aber ich glaube, wir werden keine Ruhe haben. Zumal muss ich ja jetzt erstmal gucken, welcher Weg das war. Hier gab es ja so einige Gänge.
Alter, der stöhnt sich hier einen ab, ey. Wow. Okay, jetzt ist die Puste alle. Shitte, okay. Ja, das werden wir wohl hier mit der Säge wohl nicht packen. Oh Mann, okay, okay. Lass uns erstmal ein Päuschen hier einlegen. Okay, gut. Ich sollte ein bisschen die Energie schonen. Oh Gott. Das Monster ist so räudig, ey. Der ist so nervig. Okay. Schön ruhig. Schön ruhig. Ja. Noch mehr Lärm. Jung. Okay. Okay, er speichert wieder. Gut. Das heißt, gleich lauert wieder die nächste Gefahr auf uns. Was ist das für ein... Oh, ist das schön, der Pilz. Ein leuchtender Pilz. Das sieht aus, als könne man sich darunter verstecken, ne? Das wäre ja geil, ne? Wenn man so ein paar Versteckmöglichkeiten hier hätte. Das ist ein bisschen eng hier, ne? Kannst du dir sowas von die Birne kaputt hauen? Ich wette, gleich passiert. Kommt hier gleich ein Wagen an, gebraust und überrollt uns. Also ich glaube, wir sollten aufpassen. Oh. Oh, oh. Wieder was zum Springen. Er speichert. Okay. Vorsicht. Einmal rüber. Was? Oh Gott. Beinahe. Beinahe hätte ich es wieder, ja, vermasselt. Okay, da ist nichts. Oh Gott. Warte, warte. Warte, warte, warte. Erstmal die Lage checken. Okay. Knappe Sache. Ich glaube, hier sollten wir... Nee, 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 nee. Hier sollten wir nicht runter. Gut, okay. Den Schlüssel werden wir los. Warte mal. Und die Säge. Eine Laterne. Nimm sie doch mal. Oder, hä? Was machst du denn das? Okay, hat das irgendwas zu sagen? Dass wir die Laterne jetzt hier einfach anmachen können? Ich habe keine Ahnung. Sollen wir unser Licht sparen oder wie? Ich weiß es nicht. Sollen wir uns im Dunkeln lieber aufhalten? Ich meine, wir werden ja... Ich habe das ja mal irgendwo gelesen. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Brief das war. Aber wir werden dadurch weniger entdeckt. Also eigentlich sollten wir ohne Licht spielen. Ja, aber ich habe mitgekriegt, bei diesem schwarzen Monster, dem juckt's nicht, ob Licht an ist oder nicht. Also gejagt hat er uns trotzdem. Oh, warte mal, hier ist etwas. Eine Spitzhacke, ja. Was können wir mit der anrichten? Ich überlege gerade. Oh. Ist ziemlich... Ach so, ja. Wir können diese eine... Oh. Ist das was? Ich muss da mal prüfen. Dieses Gerümpel da weghacken, denke ich mir mal, ne? Hier könnte man sich aber auch gut verstecken, ne? Da war doch so ein Haufen Geröll, was uns natürlich auch wieder den Weg versperrt hatte. Vielleicht können wir das mit der Spitzhacke locker wegkriegen. Ich denke ja. Ich denke, da sprengen wir nicht weg, sondern... Hier, guck mal. Du hast ein Geheimnis gefunden. Yeah, ich bin so gut. Cool. Ja, Nace, und was ist das jetzt für ein Geheimnis? Das wird mir natürlich nicht gesagt. Das bleibt ein Geheimnis. Ja, toll. Kann man sich doch echt geil verstecken. Also Monster, wenn du Bock hast, kannst du gerne kommen. Mhm. Ach komm, stell dich nicht so an. Gibt es noch mehr Geheimnisse hier? Vielleicht in Superdon oder so? Da versteckt man ja auch mal gerne was. Die ist ein bisschen groß, ne? Die ist auch zu. Ich bin so aufgeregt. Aufgeregt. Weil ich gleich weiß, dass mich was jagen wird. So. Hm? Okay. Gut, hier hinten scheint es sehr, sehr gefährlich auszusehen. Es ist ja alles kaputt.
Die Frage ist nur, wie komme ich denn jetzt wieder hier zurück? Hier wieder rennen, oder was? Hä? Okay. Wir sind wie gut. Ja. Pass auf, pass auf. Okay. Speichern? Speichern? Warum speicherst du nicht? Okay, wir haben die Spitzhacke. Gleich wird's wieder kommen, ich wette. Ich wette. Gleich speichert's und dann ist wieder hier Rambazamba. So einfach geht es nicht. Oh nee, scheiße, wir sind falsch. Verdammt. Wo war denn das? Hier zurück? Ich wusste es doch. Jetzt hacke! Geil. Ja! Okay, ich habe hier gespeichert. Hallo? Ist da jemand? Oh Gott. Noch ein Opfer. Und er hatte einen Schlüssel. Ich wette, jetzt geht's zurück zur Hütte. Ich wette, das ist hier der Hausherr. Okay. Verdammt, es hat uns gefunden. Die anderen wurden erwischt und ich stecke nach einem Tunneleinsturz hier fest. Die beiden armen Kerle leben noch. Ich kann auch ihre Schreie aus der Tiefe des Berges hören. Ich hoffe nur, dass es nicht hier reinkommen kann. Wenn es weg ist, werde ich die Trümmer beseitigen. Ja, nur leider kam es nicht mehr dazu. Derjenige hat es hier auf jeden Fall nicht mehr geschafft. Sein Ende. Okay. Wir haben aber seinen Schlüssel und jetzt geht es, denke ich mir mal, zurück. Okay. Gut, hier ist nichts. Okay. Es ist echt, also wenn man das selbst spielt, natürlich was anderes, was komplett anderes als wie wenn man bloß zuguckt. Ich gucke auch gerne zu. Von daher... Nervenkitzel ist natürlich was ganz anderes hier, wenn man wirklich selbst spielt. Also, nur zu, traut euch. Nicht nur gucken, mal selber machen. Also, die Frage ist, wo muss man jetzt lang? Links oder rechts? Das speichert schon wieder. Okay, hier wieder dasselbe. Einmal hier rüber. Einmal hier rüber springen. Ja, leichter gesagt als getan. Nein, 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 nein. Sorry. Ja, Gott sei Dank haben wir unendlich Leben. Also, ne, können immer wieder beginnen, auch wenn wir sterben. Können wir hier einfach rüber? Ja, wir müssen hier noch nicht mal rüberspringen. Menno, das hat vorhin so super geklappt. Das geht doch. So, warte. Warte, immer schön ruhig. Uns wird das Vieh wahrscheinlich gleich wieder jagen. Bist du hier irgendwo? Nein! Hast du gesehen? Dieses... Oh, dieses... Na, warte. Ey, das kam ja gleich von der Seite hier und hat mich gleich gepackt. Das ist böse. Mit dir spiele ich nicht mehr. Nee, 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 hast verkackt. Ach Mist. Jetzt kommen wir gleich hier ums Eck. Hau ab. Immer weiter. Bitte, Junge. Ja,
natürlich haben wir nicht unendlich Power. Ich hoffe, es lässt uns gleich in Ruhe. Ja. Okay, wenn sich der Bildschirm wieder normalisiert, dann hat es uns verloren. Oh, yes, er speichert. Ja, Freiheit ruft. Oh, endlich wieder draußen. Und ich glaube, hier sollten wir auch passen. Oh, na Gott sei Dank hat's gespeichert, ey. Mein Gott, bin ich manchmal. Gibt's hier noch mehr Geheimnisse? Wieso schwimmen wir nicht einfach? Wieso lassen wir uns hier nicht einfach runterfallen und schwimmen? Ich weiß zwar nicht, wo er hin will, aber... Okay, super. So, die Gefahr ist natürlich noch lange nicht vorbei, denn ihr wisst ja, da am Friedhof war ja nochmal so ein Vieh. Auf jeden Fall wird es gleich dort auch wieder auftauchen. Wir müssen es bis zur Hütte jetzt schaffen. Und dann werden wir, hoffe ich doch, dort ein... Das ist dieses Vieh. Das wird hier angebetet von irgendetwas. Was ist das? Da bitte ich mit dir. Sieht aus wie ein Mönch mit Kapuze. Auf jeden Fall hoffe ich doch, dass wir in diesem Häuschen ein Behältnis finden, um diesen Treibstoff aufzufangen. Damit es endlich weitergehen kann hier mit dem Boot. Und sofern es hier keine Seemonster oder sonst wie was gibt, werden wir schon irgendwann unser Ziel erreichen. So, ihr wisst ja, das Spielchen, wer es in der letzten Runde verfolgt hat, speichert ab. So wie das letzte Mal. Und dann würde ich sagen, gehe ich doch aber auch gleich wieder denselben Weg. Und zwar bin ich nämlich hier oben lang. Also hier auf der rechten Seite. Und da hat es mich noch nicht mal entdeckt. Ich könnte ja auch das Licht ausmachen. So, und da haben wir wieder dieses komische Gerät. Dieses leuchtende Etwas. Und dort war auch noch mal eine Tür, wo es reinging. Was ist? Alter. Ich komm nicht. Verwirren seinen Verstand, okay. Das ist neu. Guck mal, das sieht aus wie das Geheimnis. Alter Schwede, okay. Dieses Ding tut uns irgendwie... Ja. Manipulieren, das ist ja der Wahnsinn. Da gehe ich auf keinen Fall mehr hin. Ich hoffe, wir müssen da auch nicht mehr hin. So, jetzt machen wir mal wieder Licht an. Hä? Waren die Lichter letztens auch schon? Nee. Oder? Nee, guck mal. Das war da letztens nicht. Oh, oh. Na toll. Wenn wir da mit dem Boot... Oh, 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 oh. Das da drüben sieht aus wie ein altes Schloss. Na, da oben. Zwischen den Bäumen. Ja, toll. Also nicht, ja, toll, sondern, ja, toll. Okay, da ist der Traktor. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir doch mal, wo der Schlüssel passt. Ey, nicht, dass wir mit dem Schlüssel dort vorne rein müssen. Da war nämlich ohne Tür. Wunderbar. Wir sind richtig. Hi. Ich hoffe, ich... Oh Gott. Hier, mach mal zu die Kiste. So, ich hoffe, hier ist alles I.O. Da guckst du gleich mal auf dem Dachboden. Ob hier wirklich alles I.O. ist. Oh, ich glaube, da ist wieder ein Schatz. Oh, guck mal, ein Guckloch. Hä, wie geil. Ja, herrlich. Ja, cool. Hier oben ist schön. Also nicht hier auf dem
Dings. Oh, Heuballen, Heuballen. Es sah aus wie ein Geheimnis. Nein, es ist kein Geheimnis. Oh, Hammer und Meißel, okay. Was wollen wir denn damit anstellen? Hä? Okay, kein Geheimnis. Wie schade. Oh, ich glaube, wir hängen fest. Nee. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich hatte echt schon Panik, dass wir hier festhängen und ja, neu spielen müssen. Genug. Okay, wir sind jetzt drüben. Und hier geht Licht. Wie wunderbar, wie wunderbar. Da gucken wir uns doch mal... Oh, Schimmel. Da gucken wir uns doch mal hier in Ruhe um. Warte mal. Auch mal unten drunter gucken. Man weiß ja nie, ne? Warte. Oh, oh. Okay. Ach so, hier auf dem Tisch. Ja. Das ist das Monster, oder? Nee. Das hier sieht aus, als käme es aus dem Wasser, aus dem Sumpf oder irgendwo her. Na toll, das macht mir ja auch gerade wieder Mut, denn wir müssen ja mit dem Boot... Ey, Maus, mach mal hier nie so einen lauten, ja? Mit dem Boot müssen wir ja... jetzt nicht schlafen. Ich will jetzt erstmal lesen. Dieses verdammte Buch ist unser Untergang. Es enthält verbotenes Wissen, das nur der große Alte bewahren kann. Aber nun ist es zu spät. Sein Zorn ging schon auf das Dorf hernieder. Der Staudamm ist gebrochen. Die Dorfmitte ist überschwemmt. Straßen und Brücken sind unbrauchbar geworden. Zum Glück ist das Geheimnis der Maschine noch intakt, den nur wir Auserwählten nutzen können. So können wir den Maschinenraum erreichen und mit unserer Arbeit fortfahren. Wäre die Maschine beschädigt worden, wäre das ein Desaster, nachdem wir nur ihre Funktion kennen. Eine Verbindung in eine andere Welt öffnen, das ist alles so unglaublich. Wir müssen uns beeilen und sehen, was auf der anderen Seite ist, bevor unser Gott uns alle vernichtet. Bald können wir das Portal öffnen, aber zuerst werden wir einen Sicherheitskäfig um die Plattform bauen, um Reisende vor der Energieentladung zu schützen.